Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich werde euch wieder über die kommenden Tage und oder Wochen durch meinen Alltag mitnehmen. Mal gucken, was so ansteht. Geplant ist wieder mal nichts, aber ihr wisst ja, wie das bei uns ist. Es passiert immer mal wieder dieses und jenes im negativen Sinne. Lasst mir doch gerne schon mal ein Abo da, damit ihr keine weiteren Vlogs mehr verpasst. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, es scheint hier Paarungszeit zu sein. Die schwarze Katze ist, also die von der Familie hier, von meinem Mann. Die grau-weiße und die braun-weiße ist nicht unsere Katze. Herrje, dann werden da wieder kleine Babykätzchen entstehen. Ich weiß auch gar nicht, warum die hier nicht kastriert werden. Anscheinend zu teuer. Tja. Wir sind wieder am Fluss, wie man unschwer sieht. Ich hoffe, man sieht nicht, dass ich Tränen vergossen habe und es waren keine Freudentränen. Ich bin ja relativ tollpatschig, zumindest ab und zu. Und ich wollte mit meinem Baby Steine ins Wasser nicht werfen, sondern richtig kräftig schmeißen. Den ersten habe ich, es platschte, meine Hose war nass und er hat sich gefreut. Haben wir ein bisschen weiter gemacht. Dann hatte ich so einen großen Stein. Ich schmeiße... Oh, das Baby ist mit Schuhen ins Wasser gegangen. Herrje. Ich schmeiße also diesen Stein mit voller Wucht, weil ich so richtig wollte, dass es platscht. Könnte man werfen, wäre dieser Stein ins Wasser geflogen. Also ihr seht, da ist halt hier die Steine und direkt dann ein bisschen Wasser. Hätte man das gemacht, dann wäre das auch alles reibungslos abgelaufen. Nein, ich schmeiße den Stein mit voller Wucht. Ich zeige euch mal einen, der so aussah. So ungefähr wie dieser hier. Ich schmeiße also diesen Stein. Er fliegt nicht ins Wasser, sondern davor auf einen großen Stein und fliegt zurück und kommt mir genau hier unters Auge. Und in dem Moment mache ich nur so, oh! Und mein Baby so, ah! Er lacht und mein Mann auch. So ist er am Lachen, dann sagt er, was ist passiert? Da habe ich gesagt, ja, ich habe den Stein getroffen. Und er musste sich das Lachen so verkneifen. Sowas kann auch nur mir passieren. Also, ja, ist euch das schon mal passiert oder was Ähnliches? Lasst es mich super gerne in den Kommentaren wissen. Dann können wir unser Leid schon mal teilen. Aber zum Glück ist jetzt hier nichts irgendwie blau oder irgendwie gebrochen oder so. Es sieht zumindest nicht so aus und fühlt sich auch nicht so an. Naja. Unser Pferd hat gerade zwei Freunde gefunden oder Feinde, es ist noch etwas unklar. Und das ist das weiße Zombie-Pferd, das so viele Wunden hat. Ich hatte euch mal in einem Vlog erzählt, dass ein Pferd vom Blitz getroffen wurde und dann gestorben ist. Und das Fohlen ist dieses braun-weiße. Also echt hübsch, das Fohlen. Mal gucken, was sie jetzt machen. Hatte ich euch eigentlich schon erzählt, sonst erzähle ich es jetzt nochmal, dass dieses weiße Pferd den braunen Hund gebissen hat, der vom Auto angefahren wurde, den wir eigentlich behalten wollten. Das war so eine traurige Geschichte. Also wir haben uns überlegt, ob wir den behalten und haben ihn mit Brot zu unserem Grundstück locken wollen. Und er ist nur bis zur Hälfte mitgekommen, dann weggelaufen. Und abends war er dann wieder bei den Schwiegereltern und da ja, war auch das Pferd und das hat den halt irgendwie gebissen. Unser Baby hat jetzt sehr dolle Hunger. Wir müssen jetzt dringend nach Hause. Wir haben es ungefähr jetzt 8 Uhr morgens. Es ist so krass nebelig. Es ist nicht kalt, es geht so. Aber der Nebel ist schon extrem. Wirklich aus dem Horrorfilm, ist auch so leicht, ja, nieselig, aber es regnet noch nicht. Gestern hat es wieder so geregnet, aber nicht so extrem doll, aber da hinten kann man ja gar nichts sehen. Voll schön. Mein Schwager hat Stroh gekauft, ich glaube fürs Pferd, aber ich bin mir nicht sicher. Dieses dicke Teil, also das ist ja kein richtiger Ballen, aber dieses
zusammengeschnürte Paket kostet hier 10 Lari. Also sagen wir mal, ich weiß jetzt den aktuellen Kurs nicht, 3,50 oder so in Euro. Also 3,50 Euro. Findet ihr das viel? Findet ihr das wenig? Es ist ja auch kein Stroh, das ist eine Mischung aus Stroh und Heu tatsächlich. Und unser Baby hilft. Ich finde das für 10 Lari, für georgische Gehälter, tatsächlich teuer. Und stellt euch mal vor, man hat irgendwie Kaninchen oder so. Das braucht man doch, ja, sagen wir mal, spätestens in 2 Wochen auf, oder? Vielleicht auch nur für eine Woche, wenn man den Käfig damit auslegt. Also finde ich irgendwie doch teuer. Hätte ich jetzt nicht, ja, mit gerechnet. Und unser Baby ist so fleißig am Helfen in seinen Gummistiefeln, dieses kleine Mäuschen. Und hier sitzt schon wieder ein Hahn im Baum. Ich finde das so cool. Das kenne ich überhaupt nicht aus Deutschland. Und die anderen laufen halt hier unten rum. Hier sind wieder alle Hunde. Ach, so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele. 5 oder so. Ach, der Hahn ist total cool. Wir waren gerade einkaufen in dem Nachbarort. Guck mal, wie mein Mann extra für mich geparkt hat. Toll. Nee, ich bin aber trotzdem durchgekommen. Hier kann man langlaufen. Ach je. Ja, wir waren in diesem Supermarkt. Ich zeige euch das gleich mal, wenn ich es geschafft habe. In diesem Supermarkt. Der ist ganz cool, da gibt es auch viele Preise. Aber jetzt fahren wir nach Hause. Wir haben wieder ein kleines Auspackvideo. Mein Mann hat Schuhe bestellt und zwar bei AliExpress. Ich meine, die haben 80 Lari gekostet. Ich mache die jetzt erstmal auf und dann zeige ich euch, wie sie aussehen. Ich habe keine Ahnung, was er bestellt hat oder wie sie aussehen. Interessanterweise kamen die Schuhe in dieser Verpackung. Ich liebe ja so eine Verpackung, weil man die echt gut gebrauchen kann, um da drin was zu transportieren. Jetzt die Schuhe. Ich lege die mal hier auf meinen Schoß. Na, komm heraus. Also, sie sind sehr schwer. Das ist so ein, ja, wie sagt man das? Armeegrün. Ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. Die sehen gut aus. Ich glaube, die sind eben zu groß. Also die sehen sehr riesig aus. Welche Größe ist es denn? Keine Ahnung. Steht das hier drauf? Nein, steht das nicht. Dann steht es bestimmt drin, oder? 42, er hat doch 41, oder nicht? Ach so, könnt ihr das besser sehen. 41 hat er doch. Ja, ich glaube, die sind zu groß, obwohl die sehr fest sind. Hier ist so ein bisschen unschön. Ein paar Klebereste sind da. Die sind aber trotzdem gut gemacht. Obwohl, sind die gut gemacht? Doch, die sind schon gut gemacht, aber man sieht halt so ein paar Macken auch hier so ein bisschen, aber das ist so sehr hart, ein hartes Sohlenmaterial. Was sind denn jetzt 80 Lari? Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so 35 Euro. Wäre das 35 Euro wert? Ich glaube ja, das ist ja auch Metall, kein Plastik. Doch, also für 35 könnte man das machen. Wären die 80 Euro, würde ich sagen, definitiv nein. Die Firma kenne ich nicht. Vielleicht kennt ihr die ja. Doch, die sind schön. Es ist 30. Ja, er sagt gerade 30. Die haben einen sehr angenehmen Duft. So nach so einem ganz guten Plastik oder künstlichen Material. Was macht das für ein Geräusch? Hört ihr das? Das ist ja nicht so schön. Ah, das ist hier. Also das war gerade hier das Papier da drin. Aber hier war das nicht das Papier. Das ist definitiv meine Hand. Das ist ja nicht schön. Mal gucken, ob das beim Gehen auch so ist. Das werde ich euch sagen. Ja, mal gucken. Also ich lasse ihn die gleich mal anziehen. Und dann soll er mal sein Feedback geben. Die sehen aber irgendwie doch klobig und wesentlich zu groß aus. Aber vielleicht kann man ja auch Schuhe bei AliExpress bestellen. Mal gucken. Also, er hat die jetzt an. Beziehungsweise ist dabei, die anzuziehen. Er hat so dicke Socken, wie ihr seht. Ne? Er sagt, mit den dicken Socken ist es perfekt. Es stand aber drin, dass man eine Größe größer bestellen soll.
Zum Beispiel bei Temu steht immer bei, also wo ich jetzt geguckt habe, nehmen Sie die Größe, die Sie wirklich haben. Und bei AliExpress steht dann eben, nehmen Sie eine Größe größer. Und er hat jetzt gesagt, er hat eine Größe größer genommen, also er hat 41, das ist 42. Und mit den dicken Socken sind sie perfekt, weil die haben ja auch diesen dicken, das ist der richtige, den dicken Rand. Mit dünnen oder normalen Socken wären sie zu groß. Ja, es sieht gut, also doch, ich glaube, es sieht gut aus. Also ich meine, das sind die Schuhe, die er sonst hat. Und ihr seht, im Vergleich, das ist halt hier voll riesig. Ich kann auch nicht mal meine Finger so weit auseinander machen. Und das hier ist halt schöner, finde ich. Ich mag das, wenn Füße sehr eng hier sind oder sehr dünn. Und die sind so ein bisschen klobig, wie so ja, Arbeitsschuhe, Wanderschuhe. Ihr seht ja auch den Unterschied. Natürlich ist das jetzt eine ganz andere Form. Aber hier ist es viel zu weit. Das ist schön. Und gucken wir mal im Seitenvergleich. Also halt, den brauche ich noch. Seitenschuhe. Ja, er sagt, das sind Wanderschuhe. Vor allen Dingen, weil wir auch so viel wandern. Also beachtet jetzt nicht den Dreck da dran. Aber ich finde halt, dass das hier schöner geschnitten ist. Und hier ist das halt so hui, nach vorne gehend. Aber das muss ihm ja gefallen. Und ich mag das auch nicht, wenn hier auch so eine Art Chance ist. Hier ist das viel schöner bei dem. Da geht so elegant runter. Aber es muss ihm gefallen, nicht mir. Und wenn er sagt, das sind Wanderschuhe, dann ja, warum nicht? Er braucht halt gute Schuhe. Die zum Beispiel, die gehen in 3-4 Monaten kaputt. Also die werden mit Sicherheit lange halten. Das sieht man schon so in der Qualität. Ja, welcher gefällt euch besser? Der alte schmutzige oder der neue? Habt ihr auch solche? Kennt ihr die Marke? Lasst es mich gerne wissen. Es regnet natürlich. Ich wollte gerade zur Toilette gehen, aber da vorne, seht ihr das da hinten? Da so, da brennt es. Und das ist eindeutig vor der Hecke, also auf der Straße. Ja, und da geht auch jemand lang. Jetzt frage ich mich erstmal, warum brennt es auf der Straße? Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Wie kann es in diesem Regen? Seht ihr das? In diesem Regen? Wie kann es dann brennen? Wie kann das Feuer an sein? Und dann seht ihr die ganzen Hühner. Oh je. Die sind hier unter der Garage. Ja, mal gucken, was es da mit dem Feuer auf sich hat. Ich sag das mal meinem Mann. Hier hat es den ganzen Tag wieder geregnet. Guck mal, wie es da aussieht. Sonne. Jetzt gehen wir aber da vorne hin. Da ist ein Gewitter. Ich glaube, das wird noch ordentlich gewittern heute. Und durch diese Wand kam das halt bei uns ins Zimmer. Und hier ist der strahlendste Himmel ein bisschen verhangen. Ja, ein Baby läuft wieder in der Pfütze rum. Ich muss unbedingt hinterher. Da seht ihr ihn da ganz hinten. Das gibt's ja nicht. Wir sind gerade bei uns auf dem Grundstück. Der Hund ist wieder da. Das Baby ist da. Seht ihr die tollen Blumen? So kleine. Schaut mal im Vergleich zu meiner Hand. Wisst ihr, was das für welche sind? Ich kenne die gar nicht. Also es sind jetzt keine Butterblumen. Die sind ja so rund. Die sind hier überall, auch da ganz hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich finde die so schön. Und überall. Also falls ihr einen Namen habt. Oh, ist das hier eine Rose? Oder was ist das? Nee, das hat diese Dornen. Dann ist das bestimmt diese, so seht ihr das, diese Bitterorange. Ach, ich dachte erst, das sind, aber ist das gar nicht. Gucken, wie das größer ist. Unser Baby ist schon da ganz hinten. Ich muss mal hinterher. Ich wollte mal gucken, was sich hier so getan hat. Es ist heute wieder sehr frühlingshaft. Also ich würde mal schätzen in Richtung 20 Grad. Ich habe allerdings nicht geguckt. Jetzt geht das Baby stiften. Ja, mal schauen. Also hier liegt einiges an Holz. Also vom Sturm, von den ganzen Schäden hier. Müssten wir eigentlich mal alles aufsammeln, an einen Ort packen. Meine Katze Gilly war heute tatsächlich noch nicht hier, beziehungsweise haben wir sie noch nicht gesehen. Müssen wir mal schauen. Wie ist bei euch das Wetter? Ist es auch schon so frühlingshaft? Wir haben jetzt den 22. Februar.
Und die beiden gehen bis da hinten an die Grundstücksgrenze. Hier bei unseren Frühlingsblumen, ich meine, das sind Narzissen, sind schon die ersten Knospen. Da vorne auch schon, wenn ihr das sehen könnt. Und hier, das habe ich aber nicht gepflanzt. Das zeige ich euch mal gerade. Das war letztes Jahr auch schon da. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Vielleicht Lilien oder so. Vielleicht auch nicht, aber es sieht ähnlich aus wie Lilien. Meine Pflanzen, die ich hier gepflanzt hatte, ja, die sehen traurig aus. Da sind die Gladiolen, aber irgendwie kommt noch nichts Neues. Wir hatten jetzt auch nicht reingenommen. Alle diese Steine, das war ja so ein schönes Beet, die sind angeblich durch die Witterung ja, weggeschwemmt, obwohl ich das sehr komisch finde. Ja, und diese Frühlingsblumen, wenn es Narzissen sind, die werden ziehen. Die sind auch da hinten und überall. Dieses Hellgrüne haben wir auch hinten nochmal auf dem Grundstück. Ganz hinten, wo wir gerade lang gegangen sind. Mal gucken, was das wird. Wir versuchen jetzt hier diesen Rand abzumachen. Da unten und auf der anderen Seite, da vorne oben, ist das schon ab und hier oben auch. Also mal gucken, das ist leider sehr, sehr doll in den Beton rein. Da ist ja, diese dicke Schicht, wie ihr seht, und auch in die Blöcke rein. Also ich weiß nicht, ob man das einfach jetzt so abmachen kann. Aber zumindest muss man das so zweit machen. Und Baby spielt ja wieder mit dem Sand. Das ist so süß. Er kann jetzt auch schon langsam Sand sagen und Steine. Ich hatte euch doch letztens gezeigt, dass bei unserer Toilette so ein Hocker lag. Jetzt ist der hier im Haus. Ich glaube nicht, dass mein Mann den einfach so reingetragen hat. Das frage ich aber gleich nochmal. Aber das ist echt gruselig. Wir haben dafür keine Verwendung. Warum sollte er den getragen haben? Oh, oh, es ist gruselig. Ja, diesmal hatten wir tatsächlich einen eher unspektakulären Vlog. Natürlich ist das Wetter jetzt wieder schlecht. Schon wieder Sturm. Also man müsste eigentlich mal Wetten abschließen, wann hier mal nicht Sturm oder Regen ist. Naja, ja, mal schauen, ob wir jetzt fürs nächste Mal, für den nächsten Vlog irgendwas geplant haben. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss mal mit meinem Mann sprechen. Vielleicht können wir auch endlich mal einen Ausflug machen oder dass ich mir mal frei nehmen kann auf der Arbeit und wir mal was Schönes machen, was halt nicht nur ja irgendwie mit dem Haus oder nur hier in der Gegend einkaufen zu tun hat. Vielleicht können wir noch mal ein paar Pflanzen kaufen für den Garten oder so. Ich wollte ja noch mal Lavendel haben oder noch mal Kamelien oder andere Pflanzen. Eine Magnolie wäre auch toll. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Vlog. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!